Okay. Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung hier in Berlin in der Urania unter besonderen Bedingungen. Unsere Veranstaltung vereint getrennt, getrennt vereint. Eine Bestandsaufnahme nach 30 Jahren Wiedervereinigung. Mein Name ist Peter Wensierski und ich führe Sie heute durch den Abend als Moderator durch diese Veranstaltung, die wir zwar ohne Saalpublikum machen, aber dafür per Livestream übertragen. Ein herzliches Willkommen allen Zuschauern, die wir auf diesem Weg erreichen. Wir haben interessante Gäste hier, die sich schon lange mit dem Thema beschäftigt haben, als Autoren, als Politiker, als Wissenschaftler. Begrüßen Sie mit mir Marianne Birtler, Roswitha Quadflieg, Karl-Heinz Paquet und Burkhard Feigl. Ich werde sie Ihnen gleich noch genauer vorstellen. Unsere Bestandsaufnahme nach 30 Jahren Wiedervereinigung beginnt nach einem kurzen Video, das uns ein wenig in die Atmosphäre jener Zeit um 1990/91 zurückversetzen soll. Bitte das Video. Also der Sozialismus ist eigentlich gut, wenn hier, naja, nicht so viel, also mit den Autoritäten so viel wäre. Also so, dass manche besser leben als die anderen. Also wenn alle gleich leben würden, dann wäre der Sozialismus super. Also mit den Sozialordnung und so. Also, dass man kostenlos zum Arzt gehen kann. Und das finde ich gut. Besser als drüben. Aber glaubst du, dass man beides haben kann? Den Westen und den Sozialismus? Naja, das würde gehen. Also die Gesellschaftsordnung von uns und die Wirtschaft und die Ökonomie von drüben. Jetzt werden ja auch Energie teurer und Miete teurer und alles und das Leben soll ja weitergehen. Wir behalten ja nicht mehr Geld zum Leben. Da kann ich mir ja gleich einen Strick nehmen. Ja, also das habe ich mir nicht träumen lassen, dass uns das mal so gehen wird. Ja, einmal, dass man mit 55 Jahren, ist man doch noch kein alter Mensch. Und mein Mann ist schon seit dem Sommer zu Hause. Der ist 56. Ja, Feierlandsanstalt. Hallo. Es ist richtig, dass es auch sogenannte Seilschaften unter westdeutscher Beteiligung gibt. Es gibt westdeutsche Unternehmen, die sich mit den belasteten Geschäftsführern zusammentun, um so bewusst Betriebe herunterzuwirtschaften. Aus über 100 Betrieben liegen von den Beschäftigten Beschwerden über Geschäftsführer vor, die die Treuhand Potsdam mit einem einzigen Mann aufklären soll. Häufig schielen die Interessenten nur nach der Immobilie. Die meisten Produktionsstätten will keiner haben. In der Werkshalle eines Elektrokonzerns ist ein einzelner Arbeiter übrig geblieben. Seit Öffnung der Grenze drehen sich diese Maschinen nur noch selten. Früher versorgte das Werk alle DDR-Radios und Fernseher mit elektronischen Bauelementen. Seit einem Jahr steht fest, damit kann der Betrieb nicht überleben. Wir machen uns echt Sorgen darum, dass, wie es hier weitergeht. Denn man hätte sicherlich mehr machen können, noch, wenn investiert worden wäre. Aber so stirbt der Betrieb langsam vor sich hin. In der Region vor den Toren Berlins stehen noch zwei weitere große Elektronikbetriebe vor demselben Desaster. Die Bewohner dreier Kleinstädte fanden bislang ausschließlich dort Arbeit. Wenn hier keine Verlängerung Kurzarbeit kommt, haben wir im Industriegebiet 10.000, 12.000 Arbeitslose. Das geht über die Kommune weiter, das geht über die Handwerker, über die kleinen selbstständigen Gewerbetreibenden. Wenn kein Geld da ist, wenn eine Industrie nicht funktioniert, dann geht alles andere auch baden damit. Es bleibt also über Jahre ein Notstandsgebiet. Ein explosives Gemisch. Zum Verlust des Arbeitsplatzes kann der Verlust des schönen Hauses kommen. Viele westliche Besitzer verlangen die Immobilie zurück, und zwar ohne Bewohner. Ein neuer Tag im Arbeitsamt Potsdam. Die Stimmung wird immer gereizter. Die Arbeitsvermittler wurden schon mit Messer bedroht und so was alles. Die Bürger sind aufgebracht. Die machen natürlich Rabatz auf Arbeitsamt, weil das auch mit dem Geld nicht klappt und so was alles. Es ging sogar letztens bis zu einer Bombendrohung.
Messer wurden aufgeklappt. Also es ist absoluter Frust vorhanden bei den Bürgern. Keine Arbeit. Das Arbeitsamt schickt mich von einer Stelle zur anderen. Das Sozialamt schickt mich von hier nach da. Die Wohnung, das ist auch keine Wohnung, das ist eine Bruchbude. Kein fließendes Wasser, das Wasser draußen friert fast ein. Mein Junge wird fast krank. Die Gropiusstadt in Berlin. 50.000 Menschen wohnen hier. Die Häuser sind so alt wie die Berliner Mauer. Damals zog die erste Generation ein. Danach kam die zweite. Inzwischen leben Eltern mit ihren erwachsenen Kindern in 2 bis 3 Zimmern dicht beieinander. Ein Bezirk am Rande der Großstadt mit vielen Problemen. Bei den letzten Berliner Wahlen hat hier in manchen Straßenzügen jeder vierte Bewohner die Republikaner gewählt. Bis zum 9. November war die Gropiusstadt durch die Mauer vom Hinterland abgeschirmt. Seit Öffnung der Grenzen ist sie kein Randbezirk mehr. Jetzt sehen die Bewohner in ihren Straßen solche Bilder. Lange Schlangen von DDR-Bürgern an den Bushaltestellen. Ein Pfarrer berichtet über die Folgen der neuen Situation. Die Stimmung ist jetzt in den letzten Wochen durch diesen starken Zugang von Übersiedlern aus der DDR durchaus problematisch geworden. Na, dass hier die Turnhallen zu sind, dass kein Sport mehr gemacht wird in einzelnen Schulen, dass sich Eltern darüber beschweren, dass die Klassen auf einmal wieder wachsen, die Klassenstärke immer größer wird in manchen Schulen und das nicht absehbar ist, wann das eigentlich aufhört. Und dann die starke Inanspruchnahme hier der U-Bahn, der Einkaufszentren durch Bürger aus der DDR führt durchaus auch zu gemischten Gefühlen, dass ich immer öfters höre, dass Leute sagen, na ja, irgendwann ist das hoffentlich mal nicht mehr so stark, dass die Leute auch irgendwo so ein Stück sich bedrängt fühlen. Und im Prinzip das wieder hochkommt, was an dem Wahlergebnis ja deutlich wurde, wo bleibt eigentlich unser Lebensraum als Menschen hier in der Gropiusstadt? Auf der einen Seite freut man sich mit, aber auf der anderen Seite ist für uns selbst eine sehr schwierige Situation. Inwiefern? Es fängt an mit der BVG. Sie kommen nirgendwo mehr mit. Denn für uns geht ja das normale Leben weiter. Wir müssen arbeiten, vor der Arbeit noch ein bisschen was einkaufen gehen. Das ist zum Teil überhaupt gar nicht möglich. 28 Jahre geht es uns gut, ja, wie Sie mir auch gesagt haben. Und jetzt auf einmal hier sollen wir dann auch eben zurückstecken. Nicht? Erst kommen die, dann kommen wir. Und das ist nicht richtig. Ich meine, wenn die schon hierher kommen, müssen sie sich auch ein bisschen zusammennehmen. Gucken Sie mal, das sind doch so viele, die hier arbeiten. Früh gehen sie los und abends nach Hause. Kein Sitzplatz, dann werden sie frech. Das ist doch nicht richtig. Und dann mit der Ellbogen in ein Kaufhaus, wo sie hingehen. Wa? Meine Tochter, die arbeitet hier in der Textilbranche, die sagt doch, die sind nicht ehrlich, viele, wa? Die klauen wie die Raben. Und ich finde das auch, diesen Anfang war das ganz schön und gut, aber jetzt nimmt das überhand. Das ist nicht ein bisschen übertrieben, die klauen wie die Raben? Sie hat jetzt, also Polen und Oskar, wa? Textil, Hosen und alles so was, wa? Ängste und Abwehr verbinden viele in der Gropiusstadt, auch wenn sie äußerlich nicht viel miteinander gemein haben. Ruhe nochmal, hier rammelt voll. Man muss 5 Stunden anstehen, damit man in Ruhe drinkommt. Zur Berufszeit und ich finde das echt nicht gut, wa? Sie mich kotzt echt an. Ich bin auch der Meinung, dass sich die DDR-Bürger auch ein bisschen benehmen müssen. Wie meinen Sie das? Die haben, die haben sich auch schon sehr umgestellt und sich uns hier angepasst. Denn okay. Die Deutschen sind ja im Allgemeinen nicht sehr liebenswürdig untereinander. Man hat in den letzten Tagen in den Zeitungen lesen können, dass die Nachfrage in den 5 neuen Bundesländern und speziell auch in Ost-Berlin nach Waffen stark zugenommen hat. Können Sie das bestätigen? Ja, kann ich bestätigen. Enorm zugenommen. Okay. Das jetzt erst nachdem, wollen wir sagen, nach der Wende und aufgrund der unruhigen Zeiten, die wir jetzt hier haben, dermaßen angestiegen, dass es für mich selbst schon beängstigend ist. Bürger, die hier im Umkreis gewohnt haben oder wohnen, die haben sich versorgt mit dem Waffen und mit Reizgas und mit sonst was. Was wir alles vorher nicht kannten. Wir machen die Erfahrung, dass Gewalt und Aggression sehr stark zunehmen. Wir hören auch von der Polizei, dass sie nicht mehr in der Lage ist, für Ordnung zu sorgen. Zum einen, weil sie keine Mitarbeiter haben, zum anderen, weil es sich hier so sehr ballt. Wir haben es persönlich in der Familie erfahren.
Unser Sohn wurde zusammengeschlagen, sodass er ins Krankenhaus musste. Aber auch ich höre von Schulklassen, dass die Schüler immer aggressiver werden seit etwa einem Jahr. Dass die Aggressivität in den Schulen wesentlich höher ist als früher. Mein Portemonnaie liegt hier im Beutel. War eine kleine Umhängetasche. Habe ich mir umgedreht, waren zwei Frauen. So, ich gesagt, die sollen meine Tasche weg. Weißt du, was ich mache? Verkäuferin hier habe ich gesagt, was soll ich machen? Sagt sie, gehen Sie bloß nicht hinterher. Jetzt vorige Woche Ihnen ein Messer in den Rücken gekriegt. Weißt du, was ich mache? Und ich bin aber hinterhergegangen bis zum S-Bahnhof mit noch einer Frau. Wir können im Moment so jetzt da nichts gegen tun. Zuletzt haben wir ein Messer am Rücken. Und das wird das Ergebnis sein. Und wenn das so weitergeht, haben wir das auch alle bald. Nee, wir wollen es nicht hoffen, dass es so kommt. Wir haben ja unsere Gesetze, die sind ja da. Es wundert euch nicht, wenn sich jeder Bürger eine Pistole kauft und Selbstverteidigung übt. Und dann werdet ihr euch aber umkicken. Dann würdet ihr nur noch Leichen hier rumliegen sehen. Das wird eine Entwicklung. Wenn ja, es wird aber so kommen. Wenn ihr nicht bald hier was macht, kommt das so. Das sagen Sie, ja. Hundert Meter weiter. Muss doch nicht für den jungen Mann Arzt geholt werden. Mach alle, morgen ist hier das Schenkmessen, ja. Ja, wir machen das. Mach mal Synastia, jetzt wisst ihr, was Theater oder wie. Wir rufen Alex, das ist Mord und Totschlag. So was gehört vergast, Zarek. Ich bin normaler Bürger. Aber wenn ich sowas hier sehe, dann komme ich echt, muss ich echt mal nachdenken. Kommt kurzen. Ja, muss ich ehrlich sagen. Komm her, ich zeig dir mal was Schönes. Ja, nee, das ist Stricknadel. Nein, ja. Ja, ich glaube jetzt drauf, also ich hab alle drauf. Schon aus Barbies auch hier. Die Schwester von Jörg. Und ich meine, da das waren die richtigen Größen gewesen. Die waren die einzigen gewesen, die wir durchgesetzt haben. Manche Sachen gibt es drüben und manche gibt es eben hier. Und das ist der Unterschied. Dass hier die Qualität eben schlechter ist und das, was ganz gut ist, wird eben nach drüben verschachert. Was ist sonst noch für einen Unterschied? Naja, die Gesellschaftsordnung. Also drüben Kapitalismus und hier Sozialismus. Aber ändert sich bestimmt auch bald. Ich hoffe zum Positiven. Mit dem Vollzug der deutschen Einigung wachsen nicht nur zwei Staaten zusammen. Durch die Auflösung der zentralistisch gesteuerten DDR entstehen auf diesem Gebiet gleichzeitig 5 neue Bundesländer. Mit ihrem Variationsreichtum gehört die Kultur zu unseren elementaren Lebensnotwendigkeiten. Ihr Fortbestand, ihre Pflege und Förderung bedeutet für die Menschen ein Stück Selbstachtung. Der Vertrag legt fest, dass die geerbte und neu entstandene kulturelle Substanz auf dem Gebiet der früheren DDR keinen Schaden nehmen darf. Ja, dieser Haufen Sand, dieser Haufen Kies war einmal die Berliner Mauer, die so ungeheuer wichtig war und über Nacht verschwand. Und nach dem ersten Jubel kam auch der erste Kater sehr schnell. Und es ist schon ein harter Ritt durch die Zeit, so ein paar Impressionen zu sehen. Und die Frage ist, welche Bilder und welche Erinnerungen, welche Schablonen stehen für diese Zeit, für dieses Ereignis, für den Mauerfall, für die Wiedervereinigung? Welche Schablonen haben sich in den Köpfen eingeprägt?
Welche Konflikte der Vergangenheit bedürfen nach wie vor der Beachtung und erfordern ja eine generationsübergreifende Auseinandersetzung, um die Zukunft friedlich gestalten zu können? Das sind unsere Themen hier in dieser Runde. Und zu unseren Gästen gehört hier von mir ganz links Marianne Birtler, gebürtige Berlinerin. Sie gehörte zur DDR-Opposition. Bei der Alexanderplatz-Demonstration am 4. November 1989 sprach sie für die Oppositionsgruppe Initiative Frieden und Menschenrechte und sagte unter anderem: Es ist gut für Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, eine besser funktionierende Wirtschaft und ein neues Bildungssystem zu kämpfen. Im vereinten Deutschland wurde Marianne Birtler bekannt als Politikerin von Bündnis 90 Die Grünen in und außerhalb des Bundestages. Sie trat in Brandenburg wegen des Umgangs mit der Stasi-Vergangenheit des damaligen Ministerpräsidenten Stolpe 1992 unter Protest aus der Landesregierung aus und wurde später 11 Jahre lang Bundesbeauftragte für die Unterlagen des einstigen Ministeriums für Staatssicherheit. Bundeskanzlerin Angela Merkel wollte sie im November 2016 als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt vorschlagen. Sie haben jedoch abgesagt und es wurde Frank-Walter Steinmeier. Heute engagieren sie sich in verschiedenen Stiftungen und Beiräten. Roswitha Quadflieg ist in Zürich geboren, in Hamburg aufgewachsen, lebt heute in Berlin. Sie ist eine deutsche Schriftstellerin und hat lange Zeit auch erfolgreich als Verlegerin gearbeitet. Dazu ist sie auch Grafikerin und Illustratorin, etwa von Michael Endes Unendliche Geschichte. Sie schrieb gemeinsam mit Burkhard Feigl, der hier rechts neben mir sitzt, den Roman Frei, der inspiriert ist von dessen Erfahrungen als Fluchthelfer. Auch bei einem ihrer jüngsten Buchprojekte setzt sie sich mit der Zeit der DDR, der Wiedervereinigung und deren Folgen auseinander. Darüber wird sie uns sicherlich auch erzählen. Ja, neben mir sitzt Burkhard Feigl, geboren in Eisfeld in Thüringen, aufgewachsen in Schwaben. Er war beim Bau der Mauer 23 Jahre alt und Medizinstudent an der Freien Universität Berlin. In den Tagen um den 13. August 1961 wurde er zu einem Fluchthelfer. Zunächst für Freunde und Kommilitonen, die er persönlich kannte, die das Pech hatten, in Ost-Berlin zu wohnen, nicht wie er im Studentenheim in Berlin-Schlachtensee im Westen. Im Laufe der Zeit, insgesamt 9 Jahre lang, verhalf er 650 Menschen zu einem neuen Leben, dabei im Westen. Dabei überstand er auch mehrere Entführungsversuche der Stasi, die hinter ihm her war, ihn aber nie zu fassen bekam. Das ging so etwa bis 1970. Dann widmete er sich seiner Arbeit als Unfallchirurg und als Orthopäde. In dem Buch Frei stecken seine Erinnerungen und Auseinandersetzungen mit der DDR. Dann sitzt hier Herr Paquet, Karl-Heinz Paquet, geboren in Saarbrücken, Volkswirt und FDP-Politiker. Er wurde 2002 Finanzminister von Sachsen-Anhalt. 2017 wurde er als Direktkandidat in Magdeburg in den Bundestag gewählt. Herr Paquet ist ehrenamtlicher Vorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und arbeitet in der Gegenwart mit vielen jungen Studenten als Professor am Lehrstuhl für internationale Wirtschaft an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg, wo er auch hauptsächlich wohnt. Gemeinsam mit Richard Schröder, dem Theologen, erscheint in diesen Tagen das Buch Gespaltene Nation? Fragezeichen, Einspruch, Ausrufungszeichen. Eine Streitschrift, wie Sie selber sagen, über deren Thesen wir heute auch noch sprechen werden. Jetzt wird uns Herr Paquet einige Impulse für unsere weitere Diskussion geben. Bitte schön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte auf den Film, den wir gesehen haben, der uns ja auch die düsteren Seiten gezeigt hat, der ersten Jahre nach der Wende, nach dem Mauerfall, eine kleine Bilanz vorlegen dessen, was geschehen ist in den 30 Jahren. Und es ist vor allem eine
wirtschaftliche Bilanz. Denn wir haben gesehen, die langen Schlangen auf den Arbeitsämtern in den frühen 90er Jahren haben es ja ganz deutlich gemacht, wie tief der Schock saß über die Umstrukturierung der Wirtschaft, wie viel berufliche Existenzen durch die Veränderung zerstört wurden. Und die zentrale Frage ist natürlich ganz nüchtern betrachtet, hat sich der Weg trotzdem aus der heutigen Perspektive gelohnt? War es der richtige Weg? Und mein Buch mit Richard Schröder wurde erwähnt. Ich vertrete die These, ja, wenn man alles zusammennimmt, war es ein schwieriger Weg, ein unvermeidlicher Weg, aber auch ein richtiger Weg. Wenn man den Startpunkt betrachtet nach dem Mauerfall, muss man zunächst mal eines ganz deutlich feststellen. Der Mauerfall war ein grandioser Sieg der Freiheit. Er war aber auch eine Art Startschuss der Mobilität für die Menschen. Denn von diesem Zeitpunkt an konnten vor allem junge Menschen jederzeit nach Westdeutschland abwandern. Sie hatten die gleiche Sprache, mehr oder weniger die gleiche Ausbildung, die gleiche Kultur und konnten dort Jobs bekommen, neue berufliche Perspektiven haben, bei guten Löhnen, die in Westdeutschland gezahlt wurden, in harter Währung. Und deswegen war vom ersten Augenblick an der Maueröffnung die Politik unter einem enormen Druck. Sie musste schnell handeln und sie musste entschlossen handeln. Das erklärt, warum nur wenige Monate später, zur Jahresmitte des Jahres 1990, die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion zwischen den beiden Ländern geschlossen wurden, noch vor der politischen Vereinigung. Es erklärt, weshalb es einen zügigen Aufbau von Verwaltung, von Infrastruktur in den darauf folgenden Jahren gab. Und es erklärt, warum die Privatisierung durch die Treuhandanstalt sehr schnell erfolgte. Es waren außerordentlich schwierige Jahre, die folgten. Und das Kernproblem war, dass die Industrieprodukte, die vorher innerhalb eines geschlossenen Wirtschaftsraums von Mittel- und Osteuropa, dem sogenannten RGW oder Comecon, die mussten Weltmärkte finden, die mussten am Weltmarkt absetzbar sein. Und das bedeutete eine komplette Modernisierung und Umstrukturierung, vor allem der Industrie, im Handel, in den Dienstleistungen, in der Landwirtschaft, war das nicht so kompliziert, aber in der Industrie war es eine gigantische Herausforderung. Die anderen postsozialistischen Länder Mittel- und Osteuropas hatten im Prinzip das gleiche Problem, aber sie hatten eben nicht den Druck im Nacken, dass die Menschen jederzeit in den Westen gehen konnten. Das führte deshalb zur schnellsten, zur schwersten Strukturkrise, die es wahrscheinlich jemals in einem Industrieland gegeben hat. Das war die Geschichte der 90er Jahre. Es folgten dann zwei weitere Jahrzehnte, wir sind ja im Jahr 2020, und man muss die Frage stellen, was ist denn bei der ganzen Sache herausgekommen? Und der industriellen Krise folgte in der Tat anschließend ein industrielles Wachstum. Schritt für Schritt wuchs die ostdeutsche Industrie wieder. Und nach allen Indikatoren, die wir haben, statistisch, erhöhte sich auch ihre Leistungsfähigkeit. Und wenn man heute
mit, sagen wir, auf 5 Punkte schaut, die die Situation im Osten im Vergleich zum Westen charakterisieren, dann ergibt sich schon das Bild eines Erfolgs. Punkt 1, die Wertschöpfung pro Erwerbstätigen in Ostdeutschland ist heute etwa 84%, wenn man es gesamtwirtschaftlich rechnet, und 73%, wenn man auf die Industrie schaut, von Westdeutschland, also immer noch niedriger als in Westdeutschland, aber nicht mehr allzu viel. Die Löhne liegen im Osten bei 90%, in der Industrie des Ostens bei 80% des Westens. Es gibt sogar Maßzahlen, wo Teile des Ostens den Westen schon überholt haben. Wenn man auf die verfügbaren Einkommen schaut, sind die beiden Bundesländer Brandenburg und Sachsen bereits vor dem Saarland. Und in den letzten Jahren, vor allem im letzten Jahrzehnt nach der Weltfinanzkrise, hat diese Angleichung sogar noch ein Stück weit an Fahrt gewonnen. Der zweite ganz wichtige Punkt ist die Wanderungsbilanz zwischen West und Ost. Es gab am Anfang ja eine kräftige Abwanderung aus dem Osten in den Westen. Die ist seit 2012 stabilisiert. Sie hat sich sogar leicht umgekehrt in eine Abwanderung von West nach Ost. Das war ja das zentrale Problem, dass immer das Damoklesschwert über dem Osten hing, dass die Leistungsträger, vor allem eben die jungen Menschen, denen die Zukunft gehört, abwandern würden. Zum Dritten, die Städte in Ostdeutschland wachsen wieder. Wenn Sie auf Berlin-Potsdam sehen, auf Leipzig, Dresden, Chemnitz, Erfurt, Jena, Halle, Magdeburg, Rostock, alle diese Städte sind in den letzten 10 Jahren gewachsen. Das ist zum Teil zulasten des Landes gegangen, aber das ist eine Tendenz, die wir auch in Westdeutschland beobachten. Aber die Städte, die alle eine sehr gute Infrastruktur haben, alles Universitätsstädte, in denen auch eine gesunde Industrie wiedererstanden ist, wachsen wieder. Und mitten im Osten, das ist der vierte Punkt, der von großer Bedeutung ist, gibt es einen riesigen Wachstumsmotor, das ist Berlin. Berlin hat 3,6 Millionen Einwohner, 3 Universitäten, ist die Start-up, die Gründerhauptstadt Deutschlands inzwischen. Man hat nicht immer den Eindruck, dass die Verwaltung in Berlin und die Politik besonders begeistert über diese Entwicklung ist, aber sie ist da. Diese Stadt ist seit etwa 15 Jahren das schnellst wachsende deutsche Bundesland. Also es tut sich was. Fünfter und letzter Punkt, dass diese wirtschaftliche Leistungsfähigkeit geht auch einher mit einer Verbesserung dessen, was man die Gemütslage der Menschen nennen könnte. Die ist übrigens viel besser, als viele denken. Die Zufriedenheit mit der eigenen Lage, die Zufriedenheit mit der deutschen Einheit. Es gibt einen wunderbaren sogenannten Glücksatlas, der vergleicht, wie glücklich oder zufrieden sich die Menschen in Deutschland fühlen. Der ist nach unterschiedlichen Regionen eingeteilt. Da liegt der Osten noch ein kleines Stück hinter dem Westen, aber wirklich nur ein ganz kleines Stück. Das muss man übrigens unterscheiden, und das ist sehr interessant, von dem eigentlichen Urteil, das auch in dem Film eben zum Tragen kam, über die Tätigkeit der Treuhandanstalt, der Privatisierung, der Umstrukturierung in den frühen 90er Jahren. Da ist das Urteil vor allem bei älteren Menschen, die betroffen sind, sehr negativ. Bei den Jüngeren ist es schon deutlich besser. Viele wissen auch aus dieser Zeit relativ wenig. Es wurde erwähnt, dass ich ja hier in Ostdeutschland Hochschullehrer bin, und da stelle ich immer wieder fest, dass die westdeutschen und die ostdeutschen jungen Menschen sich mit den gleichen Problemen beschäftigen, mit Digitalisierung, Globalisierung, der Klimapolitik, und relativ wenig mit der eigenen Vergangenheit. Also manches gerät da auch in Vergessenheit. Das ist für das historische Bewusstsein vielleicht problematisch,
aber manchmal ist es praktisch auch ganz gut, wenn man auf die gemeinsamen Probleme sieht. Also das Fazit ist gar nicht schlecht, aber es bleibt immer noch ein Abstand zum Westen, das ist überhaupt nicht zu leugnen. Und der liegt vor allem in dem, was ich gerne einen Abstand in der Innovationskraft nenne. Die ostdeutsche Industrie ist sehr leistungsfähig, aber es fehlt ihr ein Stück weit noch an der Intensität der Forschung und Entwicklung, an der Intensität der Patententwicklungen, die es in den großen urbanen Zentren des Westens gibt. Sie ist auch noch erheblich kleinteiliger. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Das wird sich erst langsam ändern, wenn neu gegründete Unternehmen, wie zum Beispiel im Großraum Berlin, wie in Dresden, Leipzig, Halle, Magdeburg, Erfurt, wenn die langsam hineinwachsen in die neue Struktur des 21. Jahrhunderts. Da muss man nach vorne blicken, nicht zurück. Große Konzerne werden nicht ihren Sitz vom Westen in den Osten verlagern, sondern der Osten muss aus sich heraus diese Kraft entwickeln. Da bin ich aber sehr optimistisch. Gerade mit der Kraft eines großen urbanen Großraums wie Berlin kann das gelingen mit den Städten drumherum. Ich ziehe gerne eine Parallele zu Bayern nach dem Krieg. Bayern war ein Agrarland und Bayern ist zu einem Hochtechnologieland geworden innerhalb von 3-4 Jahrzehnten. So lange hat es dann schon gedauert. Und da spielte der Großraum München eine Rolle. Genauso wird es im Osten Berlin sein. Also alle Chancen sind da. Wir müssen sie nur nutzen und wir müssen optimistisch in die Zukunft schauen und nicht mit Verbitterung in die Vergangenheit. Dazu gibt es auch überhaupt keinen Grund. Und wenn Sie mit Gästen aus dem Ausland sprechen, werden Sie immer wieder feststellen, dass die vielleicht viel mehr als wir zum Pessimismus neigenden Deutschen die deutsche Einheit als einen Erfolg ansehen. So viel wollte ich als kleine Einleitung zur anschließenden Diskussion loswerden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Paquet. Vielen Dank für den Impulsvortrag, für Ihre optimistische Bestandsaufnahme zu 30 Jahre deutsche Einheit. Wir sind hier auf der Veranstaltung getrennt, vereint getrennt in der Berliner Urania. Und ich muss direkt nach Ihnen mal Marianne Birtler ansprechen, die das 1990 aus dem Osten heraus erlebt hat. Und Sie fragen, was ist denn damals mit der ostdeutschen Gesellschaft geschehen? Ich fange mal sozusagen ein Gedanken dahinter an und der bestätigt sich für mich immer wieder, dass welche Geschichten man auch über den Osten oder über den Prozess der Einheit erzählt, die sind manchmal total gegensätzlich und trotzdem stimmen sie alle. Ja, also wir haben vorhin den Film gesehen, wir haben Ihren Vortrag gehört und ich wüsste jetzt nicht, dass da irgendwelche Fakten entstellend dargestellt worden wären, keineswegs. Beides, alles stimmt, alles gehört zur Wahrheit und meine Sicht jetzt auf Ostdeutschland ist nach wie vor auch sehr kritisch, obwohl ich jederzeit diesen Einheitsprozess als eine großartige Sache ansehe, kann man sagen, okay, du bist Gewinnerin, du hast Erfolg gehabt, bist bekannt geworden, konntest sinnvolle Sachen machen. Das stimmt alles, aber ich schaue ja nicht nur auf mich, sondern ich öffne ja die Augen, habe viele Freunde und Familie und vor allen Dingen bin ich doch eine Beobachterin, insbesondere der gesellschaftlichen Prozesse und der Individuen. Von Ihrem Facherpaket verstehe ich leider nicht so viel. Aber es ist natürlich eine völlig andere Herangehensweise, wenn man sich auf die Menschen konzentriert. Und da muss ich schon sagen, dass ich heute noch eine ganze Reihe von sehr großen Unterschieden sehe. Also im Einkommen, in der Frage des Eigentums, vor allen Dingen in der Frage der Repräsentanz. Also wir leben ja in einer repräsentativen
Demokratie und da ist es eine legitime Erwartung, dass ich mit meiner Lebensgeschichte auch dort vorkomme, wo die wirklich großen und wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Und dort können Sie die Ostdeutschen oder die mit dem ostdeutschen Erfahrungshintergrund dort sind mit der Lupe suchen. Es gibt fast keine Hochschule, auch nicht im Osten Deutschlands, wird geleitet von einem Ostdeutschen. Da gibt es ja auch viele Zahlen dazu. Also das ist schon schwierig und das bringt die Leute auch ins Grübeln. Nicht wegen einer zahlenmäßigen Repräsentanz, sondern weil wir alle wissen, wenn einer aus dem Osten in der Redaktionskonferenz einer großen überregionalen Zeitung ist, verlaufen die Gespräche etwas anders, als wenn alle aus dem Westen da sind. Kaum jemand will die DDR zurück, nicht mal die, die sich nicht wohlfühlen, aber die Angst vor der Freiheit und die Sehnsucht nach der Sicherheit, beides irgendwie so Mitbringsel aus der DDR, sind nach wie vor, finde ich, erkennbar. Wichtig scheint mir, dass eigentlich kaum jemand systematisch gelernt hat, wie Demokratie funktioniert. Ich habe das auch am eigenen Leibe gespürt. Für mich war die große Enttäuschung des Jahres 1990, dass Demokratie offenbar nicht heißt, dass jetzt alles so geschieht, wie ich das für richtig halte. Keineswegs. Aber das scheint immer noch so ein Wunschtraum zu sein. Jetzt ist Demokratie und jetzt muss das passieren, was ich mir darunter vorgestellt habe. Also glückliche Geschichten kann ich jede Menge erzählen, also von ganz vielen verschiedenen Menschen, auch ganz zu schweigen von der jüngeren Generation. Aber ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir vor dem, was nach wie vor problematisch ist, und ich habe jetzt noch nicht mal von den unterschiedlichen Wahlergebnissen gesprochen oder von der Gewalt, die allen Menschen droht, viermal so groß, die anders aussehen als der Durchschnitt. Also all das sind ja schwerwiegende Punkte, die man auch untermauern kann mit Fakten. Das ist natürlich auch wichtig. Und jetzt ist die große Frage, wenn man diesen Befund teilt, warum wählen im Osten viel mehr Leute AfD? Warum gibt es dort mehr Gewalt? Warum gibt es dort mehr Demokratieskepsis und so weiter? Dann wird in der Begründung, zerfällt das Ganze in zwei Gruppen. Die einen machen ausschließlich die 90er Jahre dafür verantwortlich. Sagen, das hat alles mit den Umbrüchen, mit den Enttäuschungen, mit den Frustrationen zu tun. Und die anderen sagen, Moment mal, die haben generationenlang unter den Bedingungen einer Diktatur hinter realen und ideologischen Mauern erlebt. Das macht doch was mit Menschen, mit einer Zivilgesellschaft. Und das ist natürlich, also ich gehöre, wie Sie sich denken können, zu denen, die ihre Aufmerksamkeit auf diesen zweiten Komplex richten. Aber es ist natürlich kein Gegeneinander von Argumentationssträngen. Beides muss man sich anschauen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich jetzt habe zu reden. Wir müssen nicht alles in einen einzigen Beitrag packen. Okay, also dann mache ich das vielleicht nachher nochmal. Die Folgen der DDR-Vergangenheit für das heutige Ostdeutschland halte ich nach wie vor für äußerst relevant. Und das kann ich jetzt wirklich mit einer ganzen Reihe von Punkten noch belegen, aber ich will nicht hier zur... Nicht zum Co-Referat werden, ja, genau. Aber gerne, wir haben ja eine Stunde Zeit, um miteinander zu diskutieren, auch untereinander die unterschiedlichen Auffassungen zu diskutieren. Herr Paquet hat ja die positive, optimistische Bilanz gezogen und Sie weisen auf die Probleme hin, die es gab und immer noch gibt. Und ich muss mal dann doch Roswitha Quadflieg fragen. In dem Buch bei Herrn Paquet und bei Richard Schröder habe ich gelesen, dass es diese häufige Formel noch immer gibt, wo gesagt wird, die Idee des Sozialismus ist eigentlich ganz gut, bloß die Durchführung war schlecht. Sie beschäftigen sich in Ihren Büchern und auch sonst damit, was die DDR mit Menschen gemacht hat, was es bewirkt hat. Und gibt es denn Dinge, die bis heute bei den Menschen im Osten, aber auch bei den Menschen im Westen, da hat ja die DDR auch was bewirkt, das wird meistens vergessen. Gibt es da etwas, was noch immer nachwirkt bei den Menschen? Ja, zum Beispiel bei mir. Ich bin aus dem Westen und auf mich kommt jetzt sozusagen der Osten zu in der Beschäftigung. Insofern beschäftige ich mich ja
Ich komme aus Hamburg, bin ja erst seit 8 Jahren in Berlin und jetzt kommt sozusagen die deutsch-deutsche Geschichte auf mich zu, deshalb bin ich hierher gezogen aus dem Grund. Und dann differenziert sie sich immer mehr auf in dieses Ost-West-Problem, was dann Burkhard Feigl und ich in unserem Buch frei behandelt haben, indem wir zwei Menschen in diese Problematik reinschicken, aber total fiktiv. Es geht natürlich um seine Vergangenheit, aber es geht um eine fiktive Ebene 2014, wo sich ein Paar sehr unterschiedlichen Alters sozusagen in der eigenen Aufarbeitung der eigenen Erfahrungen miteinander abkämpft, ein paar Tage lang. Ein Ost-West-Paar. Er ist der ehemalige Fluchthelfer aus dem Westen und sie ist 18 Jahre gewesen beim Mauerfall, also ein großer, einmal kultureller Hintergrund und dann eben auch ein Altersunterschied, aber trotzdem was macht das mit denen? Und das haben wir, was transportieren die beiden? Und das haben wir versucht zu untersuchen und daraus eine Liebesgeschichte zu machen, die ohne Happy End, weil das geht gar nicht in der Konstellation, wie die beiden angetreten sind. Aber es gibt auch ganz viele erfolgreiche Ost-West-Paar-Beziehungen, von denen man auch immer wieder in den Medien liest oder hört oder sieht. Ja, aber wir haben ein Paar gemacht, wo das aufgrund der beiden Charaktere so auch nicht sozusagen unser Wunsch war, sondern wir haben die beiden ausprobiert, wie lange kommen die miteinander klar und es knirscht aber schon die ganze Zeit so, dass man merkt, dass die kommen nicht auf Dauer miteinander klar, weil der Fluchthelfer ist sozusagen der doch ein bisschen immer der Ostfrau den Osten erklären will als Westler, worauf sie natürlich entsprechend sauer reagiert und so ist unsere Geschichte. Warum reagiert die sauer? Also es gibt ja tatsächlich das Phänomen, dass sich viele Westfrauen und Westmänner, nämlich Wessis, sehr lange überhaupt nicht für die DDR interessiert haben, sehr wenig wussten über die DDR und auch völlig überrascht waren über Mauerfall und Wiedervereinigung in rasantem Tempo damals 1990 geschehen. Ja, was ist da? In dem Fall war das ja anders, weil er ist Fluchthelfer gewesen, war in den 60er Jahren sozusagen immer ein Grenzgänger, auf welche Weise auch immer. Das wird ja auch in dem Buch dargestellt. Und er ist sozusagen jemand, der meint, die DDR oder das System zu begriffen zu haben. Er ist ein Mauersprenger. Er will die Menschen in die Freiheit führen und ist sozusagen von vornherein gegen dieses System. Und da er es aber in seinen Verästelungen nicht kennt, macht das natürlich bei ihr sozusagen auch ständigen Widerspruch, weil sie sagt, du, trotz Janus, trotz allem, ich habe die DDR geliebt, das war mein Land, da bin ich geboren und da komme ich her und da ist auch noch ein Teil von mir da drin, was sozusagen dazu steht. Dann muss ich natürlich wirklich Herrn Feigl fragen, denn Sie waren in der Realität Fluchthelfer. Lieben Sie noch irgendwie die DDR? Hängen Sie der noch irgendwie nach? Ich habe ja nie nachgehängt. Ich habe immer sehr viel gegen die DDR gehabt. Das heißt, ich habe mich ja oft gefragt, was hat mich eigentlich bewogen, fast 10 Jahre lang gegen die DDR zu arbeiten, aber vornehmlich für die Menschen dort zu arbeiten. Und das Erste war, ich habe 1956 habe ich Ungarn erlebt und ich habe eben da noch erlebt, wie der Imre Nagy am Radio gesagt hat, helft uns doch, wir stehen im Kampfe, unsere Truppen stehen im Kampfe und ich habe immer war entsetzt, dass die Amerikaner nichts gemacht haben. Das hat mich politisch unheimlich aufgeweckt. Dieses ist der Ungarn-Aufstand, der dann niedergewalzt worden ist von sowjetischen Truppen. Und habe ich eine emotionale Abwehr, Aggression gegen den Sozialismus gehabt. Wenn der nur mit Gewalt reagieren kann und man sich dann Angst haben muss, gegen diese Aggression vorzugehen. Ich habe gesagt, ja, Entschuldigung, wie darf denn ein Staat wie die DDR überhaupt existieren? Ein Staat, der die Menschen bevormundet und sie einsperrt und eine Mauer um sie herum baut und sie nicht reisen lässt, wie sie wollen. Das war für mich eigentlich völlig unmöglich. So etwas darf es doch gar nicht geben. Das war schon mein Impuls.
Ich habe natürlich später sehr viel noch gelesen, habe gedacht, Marx ist ein solcher Schwachkopf, der so, also meint, er kann die Geschichte vorher bestimmen und so. Das heißt, ich habe dann sehr viel noch intellektuell dazugearbeitet. Aber der erste Impuls war natürlich einfach die Emotion, dass ich, wie gesagt, Ungarn erlebt habe oder am Radio erlebt habe. Ich habe mir damals tatsächlich überlegt, ob ich ein Schlauchboot nehmen soll und über den Neusiedler See Menschen rüberholen soll und solche Dinge. Also das heißt, ich war da schon sehr aggressiv. Sie haben 650 Menschen vom Osten in den Westen geholt, also eine Miniaturwiedervereinigung ermöglicht für diese 650 Menschen. Wissen Sie, ob die das geschafft haben, ob die glücklich geworden sind? Herr Paquet hat vom Glücksatlas gesprochen, den es gibt. Und wissen Sie das über diese Leute? Und dann meine zweite Frage, wie haben Sie denn dann den Fall der Mauer und die Wiedervereinigung 1990 empfunden, als nicht 650 Menschen, sondern 16 Millionen ohne Fluchthelfer plötzlich zu Deutschland gehörten? Also am 9.11. habe ich nur geheult, kann ich sagen, aber da bin ich nicht der Einzige. Das ist, glaube ich, ein großes Phänomen gewesen in Deutschland, dass sehr viele geheult haben über diese Tatsache. Für mich natürlich ganz besonders, dass jetzt eben die Menschen die Freiheit bekommen haben und bekommen, die ich gewollt habe für sie, für einige wenige. Aber da hat natürlich das ganze Volk hat die Freiheit bekommen. Aber die erste Frage war, Das muss ich ganz anders beantworten. Ich schreibe gerade ein Buch über, in Anführungsstriche, meine Flüchtlinge und meine Fluchthelferfreunde. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich habe ja etwa fast 100 Interviews gemacht mit Flüchtlingen, auch mit Fluchthelfern. Und da habe ich mir einige rausgezogen. Und ich schreibe nachher vielleicht im Endeffekt über 20, maximal 25 Menschen, dass diese Menschen ein so unglaublich erfülltes Leben geführt haben. Ich habe die natürlich immer gefragt, wie seid ihr mit Nationalsozialismus umgegangen? Wie sind eure Eltern damit umgegangen? Wie habt ihr den Wechsel zum Sozialismus erlebt? Wie habt ihr den Umschwung erlebt, dass man zuerst doch die ganz große Hoffnung hatte, jetzt antifaschistisch, jetzt wird die Welt in Ordnung und jetzt können wir eine neue Gesellschaft aufmachen? Wie habt ihr erlebt, dass es plötzlich alles den Bach runtergegangen ist, dass es die gleiche Diktatur war, die man vorher schon hatte, oder eine ähnliche Diktatur war? Das hat die Menschen geformt und sie haben natürlich was getan für ihre Freiheit. Sie haben sich in Gefahr begeben, sie haben oft bezahlt, sie haben einfach sehr viel organisieren müssen, um nicht entdeckt zu werden. Sie haben tatsächlich für die Freiheit was getan und sie sind glücklich geworden mit dieser Freiheit. Den Menschen, die man später die Freiheit in den Schoß gelegt hat, die haben gesagt, die konnten damit nichts anfangen. Natürlich, wenn man sie gefragt hat, sag doch meine eigene Meinung. Was ist eine eigene Meinung? Meine eigene Meinung lese ich doch jeden Tag aus dem Neuen Deutschland. Das heißt, die waren es gar nicht gewohnt, eine eigene Meinung zu haben. Und das war eben bei den Leuten, die ich jetzt noch mal genauer unter die Lupe nehme und über sie schreibe, da war das total anders. Sie haben eine wirklich ein tolle Karrieren gemacht in der Bundesrepublik, menschliche Karrieren gemacht, sind glücklich geworden. Und das hat mich sehr beeindruckt, sodass ich sehr glücklich bin mit diesem Thema. Herr Paquet hat ja auch eine sehr optimistische Bilanz gezogen, was die Menschen angeht, mit einigen guten Fakten, die dafür sprechen, dass er recht hat, so wie auch Marianne Birtler recht hat, wenn sie sagt, es gibt aber noch immer Probleme. Ich will mal etwas, wie sagt man, Wermut in den Wein gießen bei Ihnen, Herrn Paquet. Denn nicht jeder sieht das so und es gibt ja auch viel radikalere Ansichten über die Wiedervereinigung, über den Mauerfall und die Zeit danach, die wir ja kennen unter dem berühmten Wort Transformationszeit. Manche nennen sie auch die Baseballschlägerjahre, weil es so viel Gewalt gab unter Jugendlichen. Die aktuelle Ausgabe einer Leipziger Stadtillustrierten, die sehr viel von jungen Leuten gelesen wird, die hat ein Editorial des Chefredakteurs und ein Zitat daraus, das möchte ich Ihnen mal vorhalten, Herrn Paquet. Da heißt es, die sogenannte Wiedervereinigung im Jahr 1990 hatte kriegsähnliche Auswirkungen auf die Bevölkerung der DDR. Ein Ausbluten durch massive Abwanderung, Zerstörung der industriellen Infrastruktur, nahezu kompletter Austausch der Eliten in Justiz, Verwaltung, Kultur, Medien und Bildung, weitgehende Verarmung durch Arbeitslosigkeit, niedrigere Löhne, tariflose Arbeit, verbreitete Traumatisierung einer ganzen Bevölkerung, die sich in einem Geburtenschock dauerhaft erhöhter Sterberate, stillen Selbstmorden und erhöhten Substanzmissbrauch, gemeint ist wohl Drogenmissbrauch aller Art, bis heute äußern.
starker Tobak oder ist da auch irgendwas dran? Es ist was dran, aber es ist völlig überzogen. Völlig überzogen und das muss auch deutlich gesagt werden. Also ich kann jetzt nicht auf die einzelnen Fakten eingehen. Lebenserwartung zum Beispiel hat sich inzwischen dramatisch verbessert. Da kann überhaupt nicht die Rede davon sein. Also und bei vielen anderen Aspekten ist es ähnlich. Aber der Kernpunkt ist eigentlich ein anderer. Der Kernpunkt ist immer, glaubt man denn wirklich, dass eine Transformation, der Zusammenbruch eines Systems, und sorry, es war ein Zusammenbruch, ohne einen Elitenwechsel funktioniert. Also wir waren doch froh, dass wir diese Eliten los waren. Und ich hatte den Eindruck, dass in Ostdeutschland viele dafür demonstrierten, dass diese Eliten gehen. Und dann, dass man dann anschließend, übrigens oft die gleichen Leute, übrigens auch in Ost und West, beklagen, dass niemand mehr da ist von den alten Eliten. Also finde ich sogar etwas heuchlerisch. Was ich sage ist, eine Revolution ist eine Revolution. Und das hat tiefgreifende Folgen für die Menschen, die sehr schwierig sind ist und sehr langfristig wirken. Übrigens ist mein optimistisches Bild auch kein Bild gewissermaßen, wo es keine Unterschiede gibt. Also deswegen, ich würde auch gerne noch einen Satz zu dem sagen, was Frau Birtler anführte. Sie haben vollkommen recht. Es gibt keinen Universitätsrektor in Ostdeutschland, der gebürtiger Ostdeutscher ist. Es gibt auch kaum Kanzler an den Universitäten, die aus dem Osten kommen. Nur, wir müssen schon die Frage stellen, wo genauer liegt das dran? Liegt das daran, und das ist ja so ein bisschen die Insinuation oft, dass irgendwelche Netzwerke, Seilschaften des Westens das verhindern, obwohl in den Gremien, ich bin selber Mitglied im Senat der Universität gewesen, ich war 8 Jahre Dekan, ich weiß wirklich von, mein Nachfolger ist übrigens ein Ostdeutscher, aber ich weiß ziemlich genau, von was ich rede. Es wurden Führungspersönlichkeiten gewählt, Westdeutsche. Und ich habe, und zwar von Ostdeutschen, die haben eine klare Mehrheit in den Gremien. Das muss man doch auch mal deutlich sehen. Und ich habe bei einer Kanzlerwahl, die bei uns bevorstand, habe ich eine hervorragende Dezernentin, ich muss das mal kurz zu Ende erzählen, eine hervorragende Dezernentin, eine gebürtige Ostdeutsche, ich bin zu der hin und habe gesagt, bewerben Sie sich, Sie werden gewählt, Sie werden Kanzlerin dieser Universität. Das wollte sie nicht. Und da steckt etwas ganz Tiefes drin, und zwar eine langfristige Wirkung aus der DDR-Zeit. Übrigens gilt die auch in Mittel- und Osteuropa. Ich könnte die gleiche Geschichte für Mittel- und Osteuropa erzählen. Es gibt eine gewisse, durch diese Zeit, eine gewisse Konfliktscheu. Das sehen wir übrigens auch innerhalb der Parteien, innerhalb der Organisationen, wo West und Ost zusammendrehen. Ich sehe das innerhalb meines Rotary-Clubs. Auch überproportional viel Westdeutsche, die zum Vorsitzenden gewählt werden. Ich sage, da sind tiefe Spuren, die so schnell nicht zu verwischen sind, aber die sind hochkomplex. Und die sind nicht durch eine einfache, wenn man so will, Seilschaften-Verschwörungstheorie zu lösen, die ich Ihnen nicht unterstelle, Frau Birtler. Genau, was sagen Sie dazu? Sie haben das ja mit den Eliten auch vorhin schon angesprochen, Frau Birtler. Naja, wir leben jetzt im Jahr 2020. Und als ich Ministerin war in Brandenburg Anfang der 90er Jahre, da habe ich mit großer Energie dafür gekämpft. Da wurde niemand sozusagen von den alten Schulräten automatisch übernommen und so. Also da haben wir wirklich, da war ich eine mit guten Gründen eine überzeugte Vertreterin so dieses Wechsels. Ja, also gerade im Bildungswesen war das natürlich nochmal eine besondere Herausforderung. Aber dann haben sich die Zeiten allmählich verändert und ich habe mich zum Beispiel bemüht, so eine Art, also ich hatte dann Haus voll, als es im Ministerium endlich aufgebaut wurde, von guten Fachleuten aus dem Westen, aus allen möglichen Bundesländern und sehr ambitionierten Leuten aus dem Osten, die aber überhaupt noch keine Erfahrung mit Verwaltung hatten oder so, zur Opposition oder Lehrer oder solche, die aus der Schule geworfen wurden zu DDR-Zeiten. Und dann, finde ich, hat es in vielen Bereichen an dem Willen gefehlt,
das wirklich aktiv zu verändern, indem wir zum Beispiel Tandems gebildet haben, dass jemand von diesen weniger erfahrenen Ostlern zusammen mit einem erfahrenen Verwaltungsbeamten zusammengearbeitet hat und so. Man kann das auch fördern. Und 30 Jahre später nun fällt dieses Argument, finde ich, nahezu flach. Denn bei den Leuten, die jetzt in die Leute, die jetzt in Frage kommen, beispielsweise für die Leitung einer Uni, die sind ja denn, wenn die so um die 50 sind, waren die mal gerade 20 zum Ende der DDR, also keineswegs kompromittiert. Und da gibt es ganz tolle Leute. Aber wir haben es nach wie vor mit einem Kulturschaden zu tun. Mit einer Kulturdifferenz, meine ich. Das haben Sie richtig beobachtet. Wir kommen aus einer beruflichen Kultur des Gerufenwerdens, des Aufforderns und mach doch. Nicht etwa aus einer Kultur, wo man sagt, da und da will ich hin, da muss ich jetzt die zweite, die dritte, die Stufe erstmal erklimmen und dann habe ich das geschafft. Und das wirkt immer noch. Die Sozialisierung läuft ja auch zu Hause an den Armbruttischen. Dieses dräng dich nicht so vor und wer weiß, ob du das kannst. Also es ist ein ähnliches Verhältnis wie in der Geschlechterfrage. Ich habe da manchmal so Parallelen entdeckt, ja, zwischen der Ost-West- und der Geschlechterfrage. Also dieses sich selbstbewusst hinstellen und sagen, ich kann das, ich will das, nehmen Sie mich. Das ist im Osten nie gefördert worden. Aber dann ist es eine Aufgabe, finde ich, der jeweils Verantwortlichen, diese Lücke zu füllen und zu ermutigen und auch jemanden zu begleiten dahin. Es gibt ja im Grunde ganze Programme, bei denen versucht wird, Frauen sozusagen diesen Mut zu machen, sich das auch zuzutrauen. Das hätte man natürlich auch mit Ostdeutschen machen müssen. Ist aber nicht geschehen, weil viel zu viele natürlich aus dem Westen auch eine große Chance darin gesehen haben, ihre Karriere fortzuführen im Osten. Gehen Sie ruhig direkt darauf ein und wer dazu noch was sagen möchte, gerne auch. Also ich glaube, wir sind uns absolut einig, solche Empowerment-Programme wären absolut sinnvoll. Also da sind wir gar nicht auseinander. Nur das ist natürlich ein bisschen leichter zu realisieren nach dem Kriterium Mann-Frau als nach dem Kriterium West-Ost. Also weil es dann auch sehr schnell einen paternalistischen Charakter haben kann, der Sache auch nicht dient. Also, aber in der Sache sind wir dabei. Das ist richtig, Herr Bakke, aber ein Satz noch dazu. Sie haben das vorhin so weggewedelt mit den Seilschaften. Aber wissen Sie, wenn es wirklich um die Leitung einer Uni geht, wenn es darum geht, sich einen Staatssekretär zu holen, an wen denkt man denn? An jemanden, mit dem man schon mal gute Erfahrungen gemacht hat, mit dem man zusammen studiert hat, wo man sagt, der funktioniert auch unter Stress. Also wo man sich halt eine Weile kennt und sagt, der kann das, den nehme ich. Bei jemandem, den ich nicht kenne und der nicht sozusagen aus meinem Umfeld stammt, kann ich nicht sicher sein, ob der das kann. Aber vielleicht schafft das trotzdem. Und das ist ein ganz eindeutiger Karrierevorteil für Leute, die aus dem westlichen Umfeld und der westlichen Kultur kommen. Bestreite ich nicht. Ja, aber so war es einfach. Und wir hatten das ja in den vergangenen Wochen in vielen Fernsehsendungen, Zeitungsartikeln, Radiosendungen, dass immer auch auf diesen Punkt hingewiesen wurde. Es gibt ein Defizit an ostdeutschen Inleitungsfunktionen. Ja. Was mir dabei immer gefehlt hat, ist ein kleiner Schritt des Nachdenkens, dass es natürlich auch ein großes Elitendefizit nach 1990 gab. Denn es sind ja schon Millionen DDR-Bürger zu DDR-Zeiten in den Westen gegangen und das waren bestimmt Leute, die gute Berufe hatten, qualifiziert waren, die eben in der DDR nicht Karriere machen konnten, weil sie vielleicht politisch nicht mitgemacht haben, keine Mitläufer waren und nicht in die SED eintreten wollten, die sind in den Westen gegangen, Millionen. Und auch in den Jahren 90, 91, 92 sind ja noch Hunderttausende in den Westen gegangen. Auch das waren durchaus Leute, die eigentlich hätten Leitungsposten vielleicht besetzen können oder Karriere machen können, die fehlten dann da. Und die alten Eliten, das hatten wir ja gehört, wurden dann eben abgelöst. Also niemand wollte, auch die Demonstranten im Osten wollten nicht mehr die alten Eliten haben, die sich trotzdem hier und da noch eingeschlichen und bereichert haben. Aber dieses Elitendefizit ist ein Problem sozusagen der DDR gewesen. Und dieses Selbstbewusstsein, das ja oft auch von den Ostdeutschen als
Arroganz von Westlern beschimpft, nicht beschimpft, also kritisiert wird, ja, diese arroganten Westler, dieses selbstbewusste Auftreten, das war nicht Ziel des DDR-Erziehungssystems unter Margot Honecker. Im Kindergarten nicht, in der Schule nicht, an der Universität nicht, im Betrieb nicht. Ja. Es war besser, nicht so aufzutreten. Also woher sollte es kommen? Die Eliten in der DDR, im Ostdeutschland, konnten ja wohl auch nicht nach 1990 diese Posten, die da waren, besetzen. Das war ich würde das aber gerne mal verstärken. Also da gucke ich jetzt auf die Millionen, die bis 1989 die DDR verlassen haben. Das war ja eher nicht der Bevölkerungsdurchschnitt. Das waren Leute, die was wollten, die die Ärmel hochgeschoben haben, die den Mut hatten zu sagen, ich fange noch mal ganz von vorne an, koste es, was es wolle. Und das sind natürlich, ich habe immer mal gesagt, also wer im Osten so einen Hang zum General Management hatte, ja, der konnte nur entweder in die Partei oder in den Westen gehen. Das ist eine andere Wahl, hatte er nicht. Und da sind eben ganz viele Leute in den Westen gegangen und damit ist auch wirklich sehr viel von dieser Qualität oder von Unternehmerqualitäten oder vom Mut neu anzufangen und dem Mut zum Risiko und so, die fehlen bis heute im Osten. Bitte, Herr Paquet. Also ich möchte noch eine Beobachtung von mir hinzufügen. Also ich bin international in der liberalen Bewegung tätig, im Liberal International und in der Alliance for Liberals and Democrats in Europe. Und da haben wir Westeuropäer und Osteuropäer. Wir haben exakt das gleiche Problem zwischen Westeuropäern und Osteuropäern. Natürlich. Die Holländer, die Belgier, die Dänen, die Schweden, die Deutschen beherrschen das Bild. Und die Osteuropäer sind erheblich zurückhaltender in ihrem sozusagen inhärenten Ehrgeiz, eine Spitzenposition, eine verantwortungsvolle Position zu erzielen. Ja. Und dafür gibt es Gründe. Ja, und zwar 40 Jahre Sozialismus, der eben das nicht befördert hat, genauso wie er nicht befördert hat, die Akkumulation von Kapital. Also Sie haben ja auch erwähnt, dass es Vermögensungleichheiten zwischen West und Ost gibt. Ja, absolut richtig. Aber wen wundert es, wenn man 40 Jahre lang nicht die Chance hat und es auch eher verpönt ist, in irgendeiner Weise Vermögen aufzubauen, während im Westen fleißig über zwei Generationen Vermögen aufgebaut wird, dann ist natürlich ein dermaßenes Ungleichgewicht anschließend da. Das korrigiert sich nicht in 30 Jahren. 30 Jahre ist da übrigens eine sehr kurze Zeit. Gut, wir sind uns aber einig, dass da einiges korrigiert werden muss, denn seit 30 Jahren gibt es kein Erziehungssystem mehr von Margot Honecker. Es wird anders erzogen und wir können uns ja nicht einfach bequem zurücklehnen und sagen, das wird dann so im Laufe der Generationen sich lösen, dieses Problem. Also wir haben ja, glaube ich, Einigkeit hier, dass man da was machen muss. Und ist nur nicht so einfach. Ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, das nachzuholen, wo das große Defizit war. Aber irgendwann gibt es möglicherweise keine Ost- und Westdeutschen mehr. Aber darauf, dass das von Natur aus so sich entwickelt, darauf zu warten, ist keine Lösung des Problems. Die Frage ist ja, gibt es vielleicht gemeinsame Aufgaben? Gibt es etwas anderes, als immer nur das zu beklagen, was auch in den letzten Wochen immer wieder bei den Debatten über deutsche Einheit beklagt wurde, also die mangelnde Gerechtigkeit zwischen Ost und West, die Lohngerechtigkeit, die Vermögensgerechtigkeit, die Elitengerechtigkeit, Karrieregerechtigkeit und so weiter und so weiter. Gibt es denn Sachen, wo wir das hinter uns lassen können, das Klagen über Zustände, deren Wurzeln wir nicht mehr beeinflussen können, aber an denen wir heute aktiv arbeiten können, gibt es da Möglichkeiten, gemeinsam Wege und Probleme von heute zu beschreiten und Probleme gemeinsam zu lösen in Deutschland, Ost wie West? Wer möchte antworten? Frau Quadflieg. Ja gut, ich bin jetzt sozusagen hier gar nicht, überhaupt nicht Fachfrau für das Gebiet, aber trotzdem, was wirklich fehlt, sind Lehrstühle für die DDR, und das gibt es nicht in Deutschland. Ein Lehrstuhl für die DDR, das gibt es in keiner deutschen Universität. Mhm. Und das, finde ich, ist ein ganz großer Mangel, wenn man jetzt beklagt, dass diese ganzen Eliten und so weiter immer nur die Westdeutschen sind, aber man hat ja gar keine Vorstellung mehr von, was das eigentlich war, die DDR. Und wenn man das nicht weiß, und Sie haben es
den Flurschaden des Kommunismus oder Sozialismus genannt, Paquet in ihrem Buch. Und dieser Flurschaden, der ist natürlich nach 30 Jahren nicht vorbei, aber wenn man ihn, weil jetzt hier nach was Positivem gefragt wird oder wie man das ändern könnte, dann muss man das ja erstmal begreifen. Und wenn man sagt, die Leute, die jetzt geboren sind, 20 Jahre alt sind, die haben das alles nicht mehr miterlebt, die müssten da aber die Möglichkeit haben, das zu studieren. Ich möchte mal den wunderbaren Schauspieler Wolfgang Wisdeck, der vor ein paar Tagen gestorben ist, zitieren, der sagte, in dem ganzen Veränderungsprozess nach dem Mauerfall, nach der Revolution, ja, er hatte ja jahrelang in einem Land gelebt, das sich um ihn gekümmert hat. Manchmal ein bisschen zu viel, mit Augenzwinkern natürlich. Aber, und dann kam das Land, wo er sich selber um sich kümmern musste. Und das zu kapieren, dass ich sozusagen für mich selber verantwortlich bin und nicht hingehen kann und mich beschweren kann. Und das ist jetzt schon seit 30 Jahren der Fall, dass man für sich selber verantwortlich ist. Und ich höre immer, wenn Menschen aus der ehemaligen DDR sich beklagen über den Umweltverschmutzung in den Westen und der Kapitalismus. Ja, Entschuldigung, die sind seit 30 Jahren mit an diesem Bauwerk beteiligt. Das ist ja nicht mehr, die sind ja Mitglieder, die wählen, die sind ja aktiv in dieser Gesellschaft, tun sie ja mit. Was ich aber eben noch, das vielleicht noch sagen darf, was mir wichtig ist, es wird ja viel von der Infrastruktur gesprochen und von der Politik, von der Wirtschaft, die Infrastruktur. Das bezieht sich aber nur auf die Wirtschaft und es gibt auch eine Infrastruktur der Seelen. Und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht durch Ihr Buch, wo alles andere abgedeckt ist, gar nicht in den Fokus tritt, der Mensch als Ganzes. Was gehört eigentlich noch dazu, zu dieser Gesamtentwicklung, ob jetzt in Osten oder Westen, dass da seelische Gestimmtheiten sind, die sich sozusagen miteinander vertragen oder nicht. Da gibt es Kunst und Kultur, die ein großer Ausdruck all dessen sein können und auch sind. Und diese Spur zu verfolgen, also das ist ja meine Spielwiese, also ich jongliere ja diese Themen auf fiktive Art, jetzt auch in meinem neuen Buch. Und das ist, glaube ich, ein Faktor, der genauso schwer auf der Waagschale liegt, als das ganze Nachdenken über Politik und Wirtschaft. Bitte. Ich kann da ganz gut anschließen. Und an einer Stelle, Herr Paquet, würde ich Sie nicht widersprechen, ich würde Sie eher ergänzen. Sie haben ja zu Recht den Blick nach vorn eingefordert. Aber der funktioniert nicht ohne den Blick zurück und auf einen selbst. Man muss verstehen, was geschehen ist. Nur dann hat man sozusagen die Hände frei und den Kopf frei für das, was kommt. Wenn ich ständig damit beschäftigt bin, mit meiner Hand die Tür zur Vergangenheit zuzuhalten, dann habe ich nicht beide Hände frei für das, was kommt. Und ich glaube, da haben wir uns noch eine Menge zu erzählen aus der Zeit des geteilten Deutschlands und auch aus der Zeit danach. Was bedeutete es zum Beispiel für die Ostdeutschen, ständig damit konfrontiert zu sein, dass sie die Hinzugekommenen sind, die eigentlich nicht nötig sind? Also was hat denn der Westen gewonnen? Schöne Landschaften und so weiter. Aber im Osten hat man doch sehr deutlich gewusst, dass der Westen auch sehr gut ohne den Osten funktionieren würde. Also waren die Ostdeutschen die Hinzugekommenen, die etwas wollten, die Unterstützung brauchten und so weiter. Und das ist für erwachsene Menschen genauso wie im Privatleben schwer auszuhalten. Übrigens, hier gibt es eine deutliche Parallele zu Europa, ne? Ja. Also Sie haben die osteuropäischen Länder genannt. Also Westeuropa hat ja auch eine Geschichte, ist gewachsen, indem man sich mit Krieg und Nationalsozialismus beschäftigt hat und indem die anderen Länder Deutschland die Hand zur Versöhnung gereicht haben irgendwann. Das ist ja so, wenn Sie wollen, die Gründungsgeschichte vom vereinten Europa. Und dann kamen plötzlich ein paar Länder hinzu und die sagten, aber wir haben auch eine Geschichte. Der Kommunismus war die zweite Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Und ihr nehmt uns nur, also und ihr könnt doch nicht immer nur auf den Nationalsozialismus gucken. Ihr müsst auch unser Leiden und die tausende Tote im Ostblock sehen.
was wir gelitten haben, was wir, wie viele Menschenleben zerstört wurden. Und dafür fehlt in Westeuropa noch viel Verständnis. Ja. Also für von Paris oder Wien aus gesehen war der Kommunismus irgendwas hinterm Ural. Ja? Ja. Also nur, dass wir uns nicht missverstehen. Also ich sehe das genauso. Ich habe in meiner Generation erlebt, wenn ich es mal etwas drastisch formulieren, also ich bin Jahrgang 1956 und ich habe erlebt, wie sich meine Klassenkameraden überhaupt nicht für Ostdeutschland interessierten. Die interessierten sich für Nicaragua oder was auch immer, aber Ostdeutschland interessierte sie nicht. Und für viele gilt das bis heute. Also der Westdeutschland hatte sich ja ganz ordentlich entwickelt und dann kam irgendwann der Osten dazu, aber es war eigentlich egal, ob der dazu kommt oder nicht. Bei mir war es anders, weil ich Verwandte in Ostdeutschland hatte und natürlich da mit ganz anderem Maß ranging. Aber das war Zufall, historischer Zufall. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass natürlich auch zu einer gewissermaßen konstruktiven Verarbeitung gehört, dass man wirklich auch über diese Vergangenheit gemeinsam nachdenkt. Aber ich glaube, dass so etwas, sagen wir mal, Zeit braucht. Also es gibt eine Phase, wo es sehr, sehr schwer ist, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Das kann man ja immer wieder feststellen, auch in Israel zum Beispiel war die Generation, die aus Europa kam, hat nicht über ihre fürchterlichen Erlebnisse gesprochen. Und dann anschließend entwickelt sich das. Und in Westdeutschland war es ja übrigens auch so mit der Nazi-Zeit. Also so etwas braucht Zeit. Und vielleicht sind wir jetzt gerade in der Phase, wo dieser Prozess beginnt. Und ich nur nochmals, also wenn ich sage, dass wir auf der wirtschaftlichen Seite auf gar keinen schlechten Weg sind, dann ist das meines Erachtens schon auch für diesen Prozess eine wichtige Information. Denn man kann sich sehr schnell in einer Opferrolle einigeln, aber wenn es schon so ist, dass alle Indikatoren eigentlich zeigen, dass man Fortschritte macht in einem Aufholprozess, der stärkt ja auch das Selbstbewusstsein. Reden Sie heute mit den Bayern und reden Sie vor 50 Jahren mit den Bayern, das ist schon eine ganz andere Welt, weil es inzwischen ein Hochtechnologieland ist und die sind ganz schön stolz auf das, was sie zustande gebracht haben, manchmal etwas zu stolz sogar. Also ich glaube, dass auch das Ökonomische dort ein ganz wesentlicher Bestimmungsgrund ist, der psychologischen Lage. Sicherlich einig. Herr Feigl wollte noch was dazu sagen. Ich glaube nicht, dass es viel bringt, wenn wir sagen, wir müssen uns unsere Geschichten erzählen. Das wird ja immer wieder versucht. Tagesspiegel hat so eine Runde gemacht, wo man unterschiedliche Menschen zusammengebracht hat, die miteinander diskutieren sollten. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist oder dass der viel bringen kann. Ich glaube, dass der Weg viel besser wäre, wenn Leute die Kunst machen, die schreiben, die Literatur erzeugen, die Theaterstücke schreiben, dass die viel mehr erfassen können, indem sie beide Seiten zu Wort kommen lassen, wie wir es in unserem Roman frei versucht haben. Aber auch, stellen Sie sich vor, es kommt einer auf die Idee und möchte die Person von Gerhard Schürer literarisieren und sagt sich, ich muss dem Politbüro 10 Tage vor dem Fall der Mauer, muss ich ihm sagen, wir müssen Arbeiter und Angestellte entlassen. Es geht katastrophal zu in der DDR. Und seine Frau sagt am Abendtisch, das darfst du den alten Herrn nicht sagen. Dann bricht die DDR ganz zusammen. Und da könnte man, solche Romane könnten sehr viel mehr, wenn sie historisch einigermaßen genau sind, Ost-West-Dinge ausgleichen und können erzählen, was wirklich da ist und können durch eine Person oder durch wenige Personen Geschichte erlebbar machen. Ja. Wenn ich nur feststelle, zum Beispiel, es ist, muss man jetzt hart sagen, 6 Millionen ermordete Juden waren für mich eine Zahl, aber Schindlers Liste war für mich ein Schicksal.
Und so meine ich eben auch, dass wir durch Literatur, speziell durch Literatur und Theater, könnte man sehr viel mehr darstellen und sichtbar machen und zum Ausgleich beitragen, als durch künstlich herbeigeführte Gesprächsrunden. Aber vielleicht muss man das nicht so gegenüberstellen. Also vielleicht kann Gesprächsgruppen, persönliche Begegnungen, sowohl Reisen von West nach Ost, von Ost nach West. Und ich öffentlicher Streit. Und also diese freundlichen Gespräche immer, wo alle Verständnis innig hinterher nicken und sagen, ihr habt es ja auch nicht leicht gehabt oder ihr habt es schwer gehabt. Ich habe davon persönlich ehrlich gesagt genug. Ich will es nicht abwerten, aber wo es wirklich einen Lernfortschritt gibt, ist dort, wo es auch mal wehtut. Und es tut nur weh, wenn man wirklich mal Positionen auch gegeneinander setzt und öffentlich austrägt. Ich sage mal ein Beispiel. Der Umgang mit der NS-Zeit in der DDR und in der Bundesrepublik. Es gibt immer noch unzählige Leute, die meinen, also die DDR war ja wirklich eine Diktatur, aber sie war wenigstens ein antifaschistischer Staat. Und das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Das war Proklamation. Ja? Aber ich habe in meiner ganzen Schulzeit nichts über den Holocaust gelernt. Und ich kann noch sehr viel mehr Beispiele. Also die DDR hat sich als antifaschistischer Staat erklärt, aber das war nachher ein Mythos. Das kann man, und dafür gibt es sehr viele Beispiele. Man kann das begründen. Aus diesem Grund hieß dann sogar die Mauer der antifaschistische Schutzwall. Und es ist ja übrigens keine Frage, dass dann viele Leute im Osten, auch Jüngere, sagten, die da oben, die Genossen, und die sind Antifaschisten, dann ist Antifaschismus nicht meine Sache. Mhm. Ja? Also da ist auch ganz viel Zugang, denke ich, zu den Verbrechen des Nationalsozialismus verbaut worden, indem ausgerechnet die Leute, die uns unterdrückt haben, sich zu Antifaschisten erklärt haben. Mhm. Und friedliebend. Ich möchte, das finde ich sehr gut, und das ist eigentlich der Anfang der Antwort auf die Frage, was verbindet uns eigentlich gemeinsam? Denn uns verbindet in Ost- wie in Westdeutschland ja die gemeinsame Geschichte, die Verantwortung für die gemeinsame Geschichte, die in Ost- wie West stattgefunden hat. Und da können die Leute aus dem Osten wie aus dem Westen ihre Sachen einbringen. Die Frage ist ja auch, ob man Ihre Positionen da wirklich teilen muss, weil Sie sagten, die Westdeutschen brauchen eigentlich die Ostdeutschen nicht und die Ostdeutschen fühlen sich immer als Hinzugekommene. Das ist in sich schon widersprüchlich, denn es war ein Deutschland und es hatte dieselben Ausgangspunkte, nämlich 1945. Und davor lag die gemeinsame Nazizeit. Die Hälfte oder sogar zwei Drittel der Bewohner im Westen wie im Osten hatten freiwillig Adolf Hitler gewählt. Also die Eltern und die Großeltern der Kinder, die in beiden Staaten dann gelebt haben. Also da gibt es Gemeinsamkeiten. Und ich denke, ist es nicht eine Lösung, auch weitere Gemeinsamkeiten zu suchen, gemeinsame Aufgaben? Wir sitzen hier vor einem leeren Saal in der Urania in Berlin, der eigentlich, ich glaube, 1000 Leute fassen könnte oder 500, ich weiß nicht, also sehr, sehr groß, aber niemand ist da. Und das ist eine Pandemie und wir haben die Aufgabe, auch gemeinsam in Ost und West, in Süd, in Norddeutschland, diese Pandemie zu bekämpfen und versuchen dabei, die Würde der Menschen auch aufrechtzuerhalten. Wir haben die Aufgabe des Klimaschutzes gemeinsam, der Umweltprobleme in Ost und West. Das ist alles Dinge, die uns miteinander verbinden, oder? Ja, also, und wir haben, das will ich noch sagen, wir haben nicht nur die Nazizeit gemeinsam. Wir haben die gesamte deutsche Geschichte gemeinsam, bis auf diese 40 Jahre, wo wir geteilt waren. Eine Kleinigkeit. Das ganze 19. Jahrhundert, die ganze Geschichte der Industrialisierung, all das haben wir absolut gemeinsam gemacht, auf ziemlich gleichem Niveau. Es gab kein West und Ost. Es gab eher ein Nord und Süd in Deutschland, wenn man über Mentalitäten spricht. Also es ist die gemeinsame Geschichte, und zwar in einem riesigen Teil. Und es sind die gemeinsamen Aufgaben, die Sie genannt haben, die heute auf dem Tisch liegen. Und was können die Menschen mit ostdeutscher Erfahrung, was können die Menschen mit westdeutscher Erfahrung da gemeinsam einbringen? Das ist auch eine interessante Frage vielleicht. Darf ich dazu noch mal kurz sagen? Ja, es hat mich sehr überrascht, Herr Fakir, in Ihrem Buch, dass Sie Geschichte und Schicksal plötzlich die Kategorie Schicksal reinbringen, also als gesamtdeutsches Schicksal. Und ich kannte diesen Begriff bisher aus Westdeutschland als Westdeutsche überhaupt nicht. Ich habe ihn von den vielen
Menschen, die ich jetzt kennengelernt habe, die da in der damaligen Opposition in der DDR waren, die haben sich als Schicksalsgemeinschaft empfunden. Und das hatten die mir völlig voraus, auch ihrem Staat gegenüber, ja, als Schicksalsgemeinschaft, und wir waren dagegen und so weiter. Und ich habe doch nie mich, ich musste nichts gegen meinen Staat tun, deshalb habe ich mich auch nie so in einer Gruppe gefühlt, die etwas unternehmen muss, oder wenn der Staat mich straft oder mich ausstößt, das war für mich gar keine Kategorie. Ich wollte nicht diesem Staat gefallen oder etwas gegen ihn tun. Den gab es für mich gar nicht. Ich war selbstständig. Ja. Und deshalb fand ich das sehr interessant, dieses gesamtdeutsche Gebilde als Schicksalsgemeinschaft zu sehen. Ich glaube, das ist, ist etwas, wo sozusagen die Zukunft, wo noch ganz viel dran gearbeitet werden muss. Also Sie haben absolut recht. Und in dem Buch haben Richard Schröder und ich ja auch, das ist ja gewissermaßen das Versöhnliche. Wir müssen uns endlich mal klar sein. Wir haben ein ganz merkwürdiges Schicksal. Also durch den Nationalsozialismus sind wir anschließend geteilt worden. Das war Schicksal. Und es war wirklich auch für die eine Seite Glück und für die andere Seite Pech. Ich meine, man kann das ja richtig sozusagen fest, biografisch festmachen an benachbarten Orten, wo wirklich die zufällige Grenzlinie da entschied, in welchem System man landet. Ich werfe ja meiner eigenen Generation in Westdeutschland eine ungeheure Oberflächlichkeit in dieser Form vor. Das Buch habe ich noch nicht geschrieben, aber das kommt vielleicht später noch. Aber dann ist ja, also trotz dieser gemeinsamen Vergangenheit, auch Kultur, auch so eine gewisse vormundschaftliche Tradition in der deutschen Kultur, und das will ich jetzt nicht so ausbreiten, ja, gab es dann 40 Jahre unter extrem verschiedenen Bedingungen. Ja. In den einen wurde mit viel Mühe und Knirschen und so eine demokratische, freiheitliche Gesellschaft entwickelt. Nicht zuletzt mit dem Schub dann der späten 60er und 70er Jahre, wo es einen großen Modernisierungsprozess, Emanzipationsprozess gab, wo viele Menschen überhaupt erstmal sich als Bürgerinnen, als Bürger, als Citoyen begriffen. Das brauchte ja auch seine Zeit. Die Bundesrepublik der 50er Jahre war ja auch sehr anders als später. Ist Gott. Aber dieser wichtige Entwicklungsprozess, wo Menschen gesagt haben, wir sind hier die Souveräne, wir müssen das machen, das hat es in der DDR nicht gegeben. Und das ist ein wirklich gesellschaftlicher, das ist wirklich ein Rückstand und vielleicht ein viel ärgerer als die Frage der Produktivität. Ja, im Prinzip ist es eine gewaltigere als die der Produktivität, nur die Produktivität und die Einkommen und die Löhne spielen eben doch in der öffentlichen Diskussion eine sehr große Rolle. Und da deswegen ist es auch wichtig. Aber eine Sekunde, was sich in Westdeutschland ereignet hat, gewissermaßen in meiner eigenen Jugend war das, vor allem in den 70er Jahren, war eine Emanzipation, und es war auch ein Stück weit das Entwickeln von kosmopolitischen Elementen, ja, in der Gesellschaft. Das gab es vorher nicht. Deutschland war ein ganz miefiges, spießiges Land, also Westdeutschland. Ich kann mich selber noch so ein bisschen dran erinnern. Und in dieser nach 68er Generation hat sich das grundlegend verschoben. Und diesen Prozess, wie vieles andere, hat Mittel- und Ostdeutschland und übrigens auch Mittel- und Osteuropa nicht mitgemacht. Na, fast nicht. Es gab immer bestimmte Milieus, in denen das durchaus... Aber ganz kleine Milieus im Vergleich zum gesamten Land. Und das spüren wir auch noch zum Beispiel in der innereuropäischen Diskussion über die Frage, wie gehen wir mit Flüchtlingen um, wie gehen wir mit Asyl um und so weiter und so weiter. Und da gibt es nicht gut und schlecht und richtig und falsch, sondern da gibt es gewissermaßen tiefe Prägungen durch die eigene Vergangenheit, der man sich nicht entziehen kann. Gut, wir haben jetzt eine Bestandsaufnahme, 30 Jahre Vereinigung, Wiedervereinigung. Und vielleicht ist das nächste große Jubiläum erst bei 40 Jahren. Was bedeutet das für die nächsten Jahre, wenn wir nach vorne blicken? Also was bringt uns gemeinsam weiter? Was sind wirklich die Erfahrungen, die die Ostdeutschen und die Westdeutschen jeweils einbringen können für ein gemeinsames Bewältigen der vor uns liegenden Aufgaben der Gegenwart und auch der Zukunft? Also da sollten wir in der Schlussrunde jeder noch mal bitte was zu sagen. Ich glaube, die beste Möglichkeit, also zwei Dinge. Das eine ist die wirklich kritische, streitbare Auseinandersetzung mit dem, was war.
Und das andere ist, sich miteinander auf künftige Probleme zu konzentrieren. Und wir werden in 20 Jahren nicht mehr über Ost und West reden. Womöglich wird bald die wirklich entscheidendste und schmerzhafteste Mauer zwischen den Menschen verlaufen, zwischen denen, die die Freiheit lieben und denen, die sie verachten. Das sehe ich für die nächsten Jahre als ein viel größeres Problem. Und jeder aus Ost oder West, der sozusagen darauf schaut und das wahrnimmt und versucht, daran etwas zu ändern, der muss sich dann nicht mehr fragen lassen, außer ob er aus dem Osten oder aus dem Westen kommt. Sie? Ich sehe das genauso, dass ich meine, dass wir Aufgaben vor uns haben, Umweltschutz, Digitalisierung, Globalisierung und so weiter, die viel gewaltiger sind als wir Ost-West-Auseinandersetzungen haben. Und wir müssen versuchen, das eben doch relativ schnell hinter uns zu bringen, damit wir als Deutsche auch dastehen können und mithelfen können, diese anderen Probleme zu lösen und nicht immer zuwarten und sagen, ja, die anderen sollen machen. Das war natürlich bis zur Wiedervereinigung sehr einfach, wo wir immer sagten, ja, wir dürfen ja keine Soldaten haben und an die Front schicken, das sollen ja die Amerikaner machen. Alles andere sollen die Amerikaner machen, wir und die anderen Staaten machen, wir halten uns zurück. Nein, wir müssen selbst Verantwortung übernehmen und müssen selbst eben auch für diese Probleme arbeiten. Und deshalb müssen wir versuchen, eben auch kleine Differenzen, die es heute noch gibt, auch mal zu überschauen und sagen, das interessiert uns nicht mehr. Wir haben ein viel größeres Problem, auf das wir uns konzentrieren wollen. Und insofern denke ich, dass wir auch im Blick nach vorne auch diese aktuellen Probleme Ost-West ein bisschen beiseite schieben können. Ich glaube auch, es wird darauf ankommen oder sich unterscheiden, wer ein Bedürfnis oder ein Verständnis von Demokratie hat und entwickelt und daran sozusagen dafür sich einsetzt und jetzt nicht zum Beispiel von einer Merkel-Diktatur spricht, bloß weil man eine Maske tragen muss, dass man da schon differenziert und aber sozusagen, dass dieser Wert der Demokratie etwas nicht zu überbietendes ist und dass man sich dafür sozusagen einsetzt. Und ja, also ich sehe es genauso. Ich glaube, dass die Herausforderungen, die vor uns liegen, automatisch zusammenschweißen, weil man gemeinsam an einer Aufgabe arbeitet und dann die Unterschiede, die noch da sind, einfach nicht so groß erscheinen. Ich entsinne mich immer mit einer gewissen Nostalgie an die ersten Monate meiner Amtszeit als Minister 2002. Da war die Elbeflut. Und plötzlich kam Hilfe aus ganz Deutschland. Wir standen auf den Deichen, es war eine Atmosphäre der gegenseitigen Hilfsbereitschaft und der Solidarität. Das war natürlich durch die spezifische Herausforderung, die war dann auch später wieder weg und dann ging es dann wieder normal weiter. Aber das zeigt im Kleinen, was gemeinsam zu bewältigende Herausforderungen bedeutet. Die liegen vor uns und insofern bin ich da sehr optimistisch, dass wir aus diesem Problem so ein Stück rauswachsen. Allerdings, ob es ganz verschwindet, weiß ich nicht. In anderen Ländern sehen wir diese Dinge ja auch. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel, zwischen dem alten Süden und dem Nordosten und Kalifornien. Wir sehen überall Unterschiede, die doch sehr lange brauchen, bis sie sich rauswachsen. Wir waren vielleicht auch ein bisschen ungeduldig. Der Hamburger wird den Bayern nie verstehen. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank den Gästen hier auf dem Podium. Ich muss mich auch bedanken bei der Urania, dass wir hier sein durften, bei der Naumann-Stiftung und bei Barbara Stang für Engagement und Organisation dieser Veranstaltung. Herzlichen Dank auch an das Social-Media-Team, das unsere Debatte ins Internet gestreamt hat. Und lassen Sie mich noch darauf hinweisen, wer über die Diskussionsbeiträge der Beiträge der Redner hier noch mehr nachlesen möchte, kann dies tun in den aktuellen Büchern von Roswitha Quadflieg und Burkhard Feigl, den Roman Frei im Europa Verlag und Wege durch die Mauer von Ihnen, Herr Feigl, im Christoph Links Verlag. Herr Paquets und Richard Schröders Buch heißt Gespaltene Nationen. Einspruch, eine Streitschrift, die jetzt in den nächsten Tagen ist schon erschienen. Ist es. Und wird die Debatte sicherlich beleben bei NZZ Libro. Marianne Birtlers
Halbes Land, ganzes Leben im Hansa Verlag, ebenfalls sehr als Lektüre zu empfehlen. Und ich erlaube mir auch auf mein Buch über das Ende der DDR 88, 89 in Leipzig hinzuweisen, die unheimliche Leichtigkeit der Revolution. Ja, vielen Dank, wer uns zugehört hat. Die Veranstaltung ist damit zu Ende und die Debatte geht hoffentlich weiter.